Was für ein wunderschöner Tag. Das könnte man meinen bei diesem Wetter. Es ist strahlend blauer Himmel. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber es ist Wahnsinn. Es ist eigentlich traumhaft, wenn man nicht hier zwischen diesen Verkehr stehen würde. Es ist jetzt nicht super viel los, aber ich stehe, wie man das sehen kann, in so einer kleinen Parkanlage zwischen den großen Straßen und zwischen den Fronten. Das ist man im Moment auch, wenn man an den Märkten unterwegs ist, denn einerseits haben wir den super starken, den super dynamischen Nasdaq, der im Moment überhaupt nicht weiß, wohin mit seiner Kraft, außer nach oben halt. Dahin entweicht er, wenn er mal nach unten geht, dann so halbwegs dreiwellig. Also wir haben so eine Bewegung, die ja so eine klassische Korrektur jetzt ausmacht, immer wieder gesehen. Allerdings hat der Markt das immer wieder nach oben verlassen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir für die nächsten Stunden erwarten können. Aber auf der anderen Seite haben wir den breiten Markt, die Blue Chips sozusagen, die immer noch gefangen sind zwischen ihren dynamischen Abwärtsbewegungen, die wir gesehen hatten in den letzten Wochen nach der FED-Entscheidung, beziehungsweise dieser relativ starken Aufwärtsbewegung. Und im Moment tut sich da gar nichts. Womit müssen wir also rechnen? Es ist tatsächlich schwer, sich hier jetzt auf eine Richtung festzulegen, könnte man meinen. Aber wir müssen uns als Händler ja auch nicht vorab festlegen, sondern wir können ja ohne weiteres sagen, wenn es in eine Richtung losgeht, dann springen wir auf diesen Zug auf. Dazu stelle ich ja immer wieder auch die Trigger-Situation vor, also mögliche Levels, wo man einsteigen kann. Es ist nahezu immer das Gleiche. Deshalb habe ich gedacht, heute ausnahmsweise mal kein Chart, sondern mal wieder einfach in die Kamera gesprochen. Einfach mal von draußen. Man muss auch manchmal rausgehen. Aber auf der anderen Seite, dieses Verfahren, diese Methodik, die wir da immer wieder ansprechen, die lässt sich auf allen möglichen Zeitebenen und in allen möglichen Charts und Richtungen entsprechend dann zur Anwendung bringen. Oder aber man fängt an, Positionen schrittweise aufzubauen, das sogenannte Pyramidisieren. Sprich, wenn es ein bisschen in meine Lieblingsrichtung geht, die ich mir jetzt vorgenommen habe beispielsweise, eröffne ich eine Position. Wenn ich dann sage, hey cool, das geht jetzt sogar weiter, eröffne ich wieder eine Position. Und es geht noch weiter, eröffne ich eine weitere und so weiter. Solange der Markt dann wirklich den Trend auch liefert, den wir uns dann ja erhoffen und erwarten, bleibt alles ja in der richtigen Richtung unterwegs. Wenn der Markt aber anfängt zu drehen, hat man mit den ersten Positionen ja immerhin schon mal ein bisschen Gewinn gemacht, mit den späteren vielleicht ein Nuller-Ergebnis und mit der allerletzten vielleicht sogar noch ein klein bisschen Minus. Aber wenn es eben ein Trend sich entwickelt und wenn es ein bisschen in die richtige Richtung läuft, kann die Positionsgröße ja gar nicht so schlecht groß werden. Das ist auch eine Methode, die man mit kleinen Konten ohne weiteres machen kann. Wenn man sagt, ich würde so gerne, aber ich habe so ein kleines Konto, ich kann immer nur mit wenig Stücken da rein in den Markt. Touché! Aber schrittweise aufbauen, wenn man schon ein bisschen vorne liegt, kann man mit der nächsten Position nachtreten in die entsprechend richtige Richtung. Das ist aber nicht vergleichbar mit dem, was einige unter Average Down verstehen, sprich den Gedankengang, naja, ich verbillige nochmal, es läuft zwar gegen mich, aber jetzt kaufe ich erst recht. Das kann ein extrem teurer Spaß sein und ist überhaupt nicht empfehlenswert, es sei denn, man ist Langfristinvestor und sagt sich, ich kaufe sowieso alles auf, mir ist das völlig egal. Und wenn einzelne Titel dann mal den Wirecard machen oder den Enron, dann ist mir das im Zweifelsfall für diesen Titel dann auch egal, denn insgesamt beträgt mein Depot immer noch ein positives Saldo idealerweise. Aber für uns etwas aktivere Händler ist es sinnvoll, in die richtige Richtung, wenn man das denn so machen will, dann die Position auszuweiten. Wir selber machen das tendenziell nicht, aber wir sind ja auch recht aktiv in vielen, vielen Märkten. Das heißt, wir suchen uns im Aktienmarkt, im Währungsmarkt, bei den Rohstoffen, bei den Indizes immer wieder Titel raus und Situationen raus, wo wir sagen, die setzen wir jetzt einen nach dem anderen um. Wer aber, sagen wir mal, auf wenigere Märkte fest verhaftet ist und sagt, ich kann oder will nicht so viele Märkte angucken, der sollte ja gucken, dass er aus diesen Situationen dann das meiste macht. So, das ist mal eine Anregung in der Hoffnung, dass das ein bisschen inspirierend ist für den weiteren Fortgang. Wer mehr Informationen braucht, will oder sucht, der ist natürlich auf finanzmarktwelt.de hier super aufgehoben. Gerne auch mit Trade2Go. Melden Sie sich dafür an, das ist kostenfrei. Dort stellen wir immer wieder Trading-Situationen und unsere Handelsideen vor. Oder aber eben Trade2Go, das habe ich jetzt nochmal gesagt, Trade des Tages, entweder mit den konkreten Vorstellungen oder Trade2Go. Beides geht nämlich sogar und auf beiden geben wir unsere Ideen kurzzeitig eben auch mal bekannt, bei Trade2Go dann sogar aufs Handy, aufs Smartphone, sodass man immer wieder informiert wird, wie wir die Situation gerade sehen. So, jetzt blendet die Sonne so sehr, ich hoffe, dass uns heute ein tolles Marktumfeld blendet und viel Spaß bereitet. In diesem Sinne wünsche ich für jetzt erstmal alles Gute. Ganz herzliche Grüße aus dem Zentrum von Frankfurt. Bis zum nächsten Mal.